Willkommen zurück zu Another Super Mario 3D. Jetzt hab ich's. Immer so ein komplizierter Name, ne? Wir sind auf jeden Fall hier ziemlich weit oben. Und für die nächste Tür brauchen wir bla 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 mein Castle. Wie viele Sterne brauche ich denn einfach? Ja, ich brauche zuallererst erstmal Mario. Beim letzten Mal haben wir Wario befreit. Zieht euch das mal rein. Wario. Obwohl wir Luigi noch nicht haben. Also schon ein ganz harter Schlag. Also ganz großer Schlag nach oben irgendwie. Ich weiß auch nicht. Luigi wird hier sehr wenig respektiert, habe ich das Gefühl. Wir könnten jetzt Wario rausholen. Mache ich aber noch nicht. Mache ich noch nicht. Ich schaue mich jetzt erstmal um. Wo gibt's denn den Luigi? Hä? Wo gibt's denn Luigi? So, was ist denn hier los? Shield, sag mir, was los ist. Was ist Sache? Stand right here. Well, not here. No, exactly here. Where then? Not here. Ach, egal. Das ist, ich soll da irgendwie stehen. Aber nicht genau da. Aber schon da. Ist ein bisschen komisch erklärt. Also, keine Ahnung. Ich rechne damit, dass ich im blauen Turm irgendwie da stehen muss. Ansonsten, keine Ahnung. So. Wir haben hier eine neue Wüste. Okay, Toad, gibst du mir einen Stern? Bitte gib mir einen Stern. Bitte, bitte, bitte. Ich frag auch. Ich bitte auch ganz lieb. Nö, gibt er nicht. Er ist ein Geizhals. So. Ansonsten steht hier irgendwas Tolles? Nee, auch nicht. Okay. Dann betreten wir mal das nächste Level. Ich rechne aber nicht, dass es Kurs 5 ist. Es ist Kurs 8. Egal. Kleptos Balloon Adventure. Okay. Wir könnten jetzt auch, da wir Mario ja jetzt gerettet haben, und Wario im Grunde auch, aber den haben wir noch nicht. Ja, wir haben ihn noch nicht aus seinem Gefängnis rausgeholt. Können wir auch direkt die Mario-Kappe einsetzen. Das heißt, er nimmt sie sofort am Anfang des Levels in die Hand und ja, läuft damit rum. Ich sehe den Stern, der ist hier irgendwo oben. Er ist irgendwo hier oben. In der Luft und Klepto hat ihn in der Hand. Also der Adler. Nicht Adler, aber es ist halt der Geier. Genau, der Geier. Das ist ein Vogel. Ein Geier. So, wo ist denn der? Den sieht man schon von hier aus. Und so wie es aussieht, gibt es hier eine Yoshi-Sphinx. Eine Yoshi-Sphinx, ja. Eine verpixelte Yoshi-Sphinx. Ja, wollte ich auch in meinem Hack machen, eine Yoshi-Sphinx. Die habe ich sogar einmal gemacht. Nur irgendwann kam dann heraus, ja, es gibt eine bessere Möglichkeit, 3D-Modelle oder besser zu texturieren. Die habe ich dann natürlich genutzt und das Ding war halt, man musste die vorderen Seiten importieren. Das heißt, vorher hatte man halt die Möglichkeit mit diesem Plugin, das man in, hier, wie heißt es, Google SketchUp eingefügt hat, alle Seiten, die texturiert sind, zu exportieren. Ja, klar. Deshalb war es mir eigentlich auch egal, ob ich jetzt Front- oder Backfaces texturiert habe. Aber jetzt ist es halt so, ja, jetzt habe ich Front- und Backfaces texturiert. Und letzten Endes, die Möglichkeit, die ich heute nutze, ist so, dass ich im Grunde nur die Front Faces nutzen darf. Und dann hätte ich die ganze Yoshi-Sphinx da nochmal umbauen müssen. So. Ich glaube, die Karte da zeigt den Raum ganz unten auf der Karte. Also bei uns auf der Karte. Oder? Wenn ich so schaue und so schaue. Ist ein bisschen. Ich glaube, es ist spiegelverkehrt. Und das wäre auch irgendwo logisch. Warte mal. Letzte oder vorletzte? Entweder die letzte oder die erste. Ja, okay. Nee, was ich sagen wollte, wenn man jetzt zum Beispiel diesen, ich denke, Skavu hat auch diesen Importer benutzt und, ach, nicht denselben, er hat denselben Exporter benutzt wie ich damals, also, wo ich einfach jede Seite nehmen kann. Und da war das auch noch so, das ganze Level wurde, ja, wie heißt es, gespiegelt. Ja, es wurde gespiegelt. Was heißt, dass wahrscheinlich auch dieses Bild jetzt gespiegelt war. Man muss halt nur wissen, von wo. Das erste. Okay, dann war es das letzte. Ja, muss man halt ausprobieren, ne? Je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Man muss auch irgendwie logischerweise die richtige Sicht drauf haben. Also die Pyramide von innen sieht ja richtig gut aus. Ja. Du. Natürlich war das wahrscheinlich auch irgendwie. Die Inspiration kam einfach von diesem, wie heißt das? Paper Mario Sticker Star, ne?
Da gab es nämlich auch dieselbe Idee. Yeah! Und wir sind drinne. Tatsächlich. Ja. Da gab es auch eine Yoshi-Sphinx. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Pokémon Schwarz, Weiß und ich glaube auch die zwei. Wobei, es gab ja nur eine Edition. Da gibt es halt diesen Wüstentempel, so gesehen, und da konnte man auch von diesen Sanddingern erfasst werden, von diesen, ja, die einem einsaugen, und dann konnte man in einer Etage tiefer landen. Das war auch ganz nett. So. Den sechsten Stern. Wow. Wir könnten, wie gesagt, einfach Mario nehmen, aber ich bin jetzt einfach mal so dreist und nehme Mario nicht. Der Typ, der geht uns doch allen irgendwo schon auf den Sack. Er wird ausgeschlachtet. Wow, 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 wow. Wow. Kommt ja schon richtige, das richtige Feeling zu, wie heißt das Spiel? War hier nicht gerade ein, ja genau, ein Wirbelsturm, den habe ich doch gerade noch gesehen. Da bekommt man ja echt das Feeling von, wie heißt das? Wie heißt das Spiel? Gobi's Valley, genau. Da gab es so riesige Sandstürme. Ja, sehr viele Anspielungen natürlich auf andere Spiele. Komm, saug mich ein, bitte. Nee, der Tod ist allgegenwärtig. Leider. Wow. Also ich würde da nicht gerne drinnen landen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, direkt einen Stern zu greifen. Aber ich denke, wenn wir Luigi haben, wird das noch viel einfacher. Luigi hat halt, wie gesagt, diesen Backflip, mit dem er sich so komisch Tornado drehen kann. Hat halt denselben Effekt wie der Tornado, nur dass Luigi den von selber kann. Also der braucht nicht unbedingt einen Wirbelsturm dafür. Komm mal hoch. Yoshi, Joschka. Ja. So, ansonsten... Eigentlich ist es ja Super Yoshi DS. Super Yoshi 64 DS. So richtig Mario ist es hier nicht. Das ist halt jetzt die Frage, wie komme ich denn auf die Säulen? Brauche ich da wirklich irgendwie Mario und seine Flugkappe für? Oder sonst irgendwelche... Ich bin mir ziemlich sicher, ich brauche Mario. Okay, wir gehen nochmal in die Sphinx rein. Und schauen nochmal. Ah, hier haben wir Wario. Hier brauchen wir Wario für. Hier brauchen wir Wario für. Hier brauchen wir Wario für. Und hinterher gibt es hier noch Silberstern, oder wie? Ansonsten gibt es hier nichts. Was ist das hier für ein Weg? Hier kann er sich festhalten. Ach, da kann er sich festhalten, ja. Schön, dass ich das mal erkannt habe. Yoshis Fähigkeiten. Ja, ist schon sehr hilfreich. Dann kommen wir eine höher. Die klettern aber auch hier wieder so langsam, ey. Ich meine, an der Spielgeschwindigkeit hätten sie ein bisschen gearbeitet. Im Sinne von, sie haben es langsamer gemacht. Jetzt können wir hier nach... Wow, zu der Seite. Und wieder raus aus der Sphinx. Der Lichteffekt ist auch geil. Den kann man ja so an sich nicht machen im Nintendo 64-Teil. Da muss man irgendwie... keine Ahnung... Texturen-Hacking machen oder so. Was weiß ich, ich kenne das nicht. Muss man irgendwie Transparenz reinbringen. So. Den Alpha-Channel so ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt hätten wir die Möglichkeit, da an den Klepto zu kommen. So. Wir können ihn nicht von hier aus abwerfen. Nee. Das Ei fliegt in die Unendlichkeit. Sogar die Spuren des Eis, die fliegen weiter als das Ei selber. So, weg mit dir. Ja, schön aufessen. Hallo, Bruder. Hallo, Bruder. So. Hier drauf. Wow. Das habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Ne, Yoshi, den Goomba einfach flambieren so. Mams, und der Goomba ist gefeuert. Nein! Hey, Yoshi! Yoshka, Yoshka, boah, boah. Jag mir doch nicht so eine Höllenangst ein, ey. Ich meine, man hätte jetzt den Stern auch einfach so verpassen können, wie ich, ne? Fast. Okay, die Yoshi-Sphinx haben wir auch schon. Bald haben wir die Hälfte der Sterne. Ja. Geht ja doch relativ fix. Kleptos Adventure. Ballon-Adventure, das heißt, wir brauchen unbedingt Mario und die Flugkappe. Aber wo ist denn die?
Also, oder ja, halt den Ballon, ne? Nicht die Flugkappe, sondern den Ballon. Aber wir kommen doch hier nicht hoch, oder habe ich das irgendwie. Ich bin auch da gerade lang gelaufen und der ist nicht. Nee, der läuft nicht hoch. Da oben ist eine Flugkappe, so ein Ballon. Ich brauche aber trotzdem irgendwas, um da hochzukommen. Es ist jetzt ein bisschen komisch. Komisch gemacht. Verstehe das einer mal. Und so weit kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass. Unsichtbare Wände. Noch eine unsichtbare Wand, oder wie? Okay. Cooper! Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist die Ratte? Wo ist die Ratte? Den werde ich mal erstmal richtig eine reingeben. Aber ich glaube, der Cooper, der kommt erst später. Ist jetzt erstmal so die Flagge da, damit man sehen kann, aha. Ja, der Spinner, der kommt, der ist auf dich. Der hat's auf dich abgesehen. Nee, aber jetzt ernsthaft, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich komme da nicht ohne Flug. Ach, guck mal. Ohne Flugkappe, ohne Federkappe komme ich da nicht hoch, ohne. Also komme ich da auch nicht hoch. Nee. Kann ich hier irgendwie Wandsprünge machen? Ganz komische. Hochlaufen tut er nicht. Oder soll ich von da oben runterspringen? Ist das jetzt euer Ernst, oder wie? Nee. Es muss eine Möglichkeit geben. Ich meine, wenn ich von da oben. Warte mal. Lies erstmal das Schild. Ja. So, Mario, lies das Schild. Also, let's see here. It appears to be a man standing under the palm. Okay, irgendwas scheint auf, wenn man. Warte mal, das ist ja nicht. Das ist eine Sphinx, keine Pyramide. Ich lese mir das nochmal durch. Wo ist denn das Schild? Da ist das Schild. So. Da sind Hieroglyphen auf diesem Schild. Mal sehen, was da drauf steht. Es erscheint, wenn jemand unter den Palmen in der Nähe einer einzelnen Pyramide steht. Okay. Da hinten ist eine einzelne Pyramide. Und da ist auch eine Palme. Wow. Wow. Okay. Schilder lesen hilft. Und da kommt auch er. Da kommt er schon. Ey, Klepto. Leckerli. Hallo, ich bin voll in dich reingeflogen. Also jetzt tu mal nicht so, als würdest du mich nicht beachten. Zack. Und weg ist er. Achso, und die. Und der Stern, der taucht dann halt auf den Plattformen aus. Oh nein, jo! Mario! Ja, schön mal erstmal in den Sand gefallen. Aber man kann sich nicht so gut retten wie im Nintendo 64-Teil. Boah, aber die Pokis, die sieht alles einfach viel besser aus. Bis auf das Level-Design natürlich. Also, mit den Texturen meine ich. Die Texturen, die sind so ein bisschen. Die sind immer so verpixelt in Mario 64 DS. Wobei im Original sind es noch nicht mal so. Ich weiß nicht. Es kommt vielleicht vom Stretchen der Texturen. Ich weiß auch nicht, dass die so verpixelt sind. Ach. Man könnte die auch so ein bisschen smoothen. Irgendwie mit einem. Keine Ahnung, Emulator vielleicht. Jedenfalls ist es beim Nintendo 64 so. Da kann man die Texturen so ein bisschen smoothen. Und dann ist alles besser. Aber hier anscheinend nicht. Da ist alles verpixelter denn je. This Hopeful's Tornadoes. Ja, da will ich eigentlich eher Luigi haben. Naja, muss man ausprobieren. Wir probieren es jetzt mal erstmal ohne Luigi. Also ist heute mal nicht Luigi-Time. So. Hier ist der erste. Unser erster Kumpel. Und der zweite kommt danach. Boah, aber ist knapp berechnet, echt. Muss man mal so sagen, das ist echt knapp berechnet. So, am besten jetzt sofort rein. Mit einem Hechter ist man echt schneller unterwegs. Oh, wieder knapp, ey. Halt dich fest oder halt einfach mal den Stern fest. Am Stern kann man sich ja auch festhalten, der schwebt so toll in der Luft. Eigentlich schon irgendwo unlogisch, ne? Ein Stern, der in der Luft schwebt, den man dann einsammelt. Von seinem Standpunkt. Ja. So, Koopa the Krieg. Da brauchen wir auf jeden Fall Mario. Also, wenn das
kein Fall für Mario ist, dann frage ich mich auch, was der für Probleme hat. Wäre auch mal interessant, wenn er sagen würde, ach Mario, bei dir gegen dich habe ich doch das letzte Mal verloren. Nee, du bist ein böser, du bist ein schlechter Gewinner. Ne? Und deswegen möchte ich einfach mal gegen deinen Bruder Luigi kämpfen. Der ist viel langsamer. Genau. Dann nimmt man sich Luigi und rennt dann gegen ihn. Aber hier ist halt immer der Koopa, der langsame. Koopa, der langsame. Komm mal rüber. La la la. Ich habe schon gesehen, wo das Ziel ist. Ach komm! Also so ganz ohne unsichtbare Wände ist dieses... ist Mario 64 DS auch nicht. Ich brauche ja nur unter einer Schräge zu stehen und einen Hechter zu machen, da springt er direkt gegen die Wand. Gegen eine nicht vorhandene Wand. Und ich kann wieder zurücklaufen. Weißt du, was du für ein Trottel bist? Kann ich hier hoch? Kann ich mir das als Abkürzung nehmen? Okay, ist eine rote Münze. Also wirklich als Abkürzung kann ich es nicht nehmen. Nee. Vielleicht hier mit einem Dreisprung. Ja, okay, da funktioniert kein Wandsprung. Dreisprung und Wandsprung zusammen. Das ist immer eine tolle Kombi. Eine sehr hilfreiche Kombi, aber anscheinend hier nicht. Nee. So. Holen wir uns den mal. Jetzt holen wir uns den mal. Wir haben fast alle Sterne in dieser Welt. Also da bin ich schon ein bisschen verwundert, dass das echt so mit Leichtigkeit ging. So, wir haben jetzt... wie viele Sterne? 37? Ja, mehr als die Hälfte schon in dem Heck. Und ich glaube, als nächstes kommen die 100 Münzen und roten Münzen, ne? Habe ich da recht? Ja, komm, machen wir die auch einmal. Sind bestimmt nicht so hart. Ich meine, hier gibt's ja die Pokies. So, die geben jedes Mal 5 Münzen. Und so schlimm kann das eigentlich auch nicht sein. Und in der Pyramide gibt es auch noch ganz viel Klumpatsch, das man sich holen kann. Ich hole mir jetzt erstmal das hier. Weil die roten Münzen, die sollen natürlich auch direkt auf dem Weg mit eingesammelt werden. Also direkt durch den Supermarkt. Oh, warte mal. Mist. Ich wollte eigentlich direkt dorthin springen, weil dann spare ich mir dieses lästige auf diesen Steinen rumtrampeln Ding. Da hinten ist eine blaue Kiste, ein blauer Schalter. Okay, Joschka ist oben. Jetzt sogar die Plattform erreicht. Und nochmal umdrehen oder... ja, komm, hol dir erstmal die rote Münze. Sind ja wichtiger. Rote Münzen sind wichtiger. Ich hoffe, die blauen Münzen tauchen nicht irgendwo in der Walachei auf. Wo taucht ihr denn auf? Wo taucht ihr denn auf? Ach, da drüben. Okay. Ja, okay, die blauen Münzen sind eigentlich recht fair platziert. Es waren zwar nur 4, sind immerhin 20 Münzen. So, Yoshi kann die Kiste essen. Und gegen eine Wand kloppen. Bams. Und die Münzen im besten Fall auch einsammeln, ja. So, hier nochmal einen Dreisprung ausführen, um schneller nach oben zu kommen. Ja, hat toll geklappt. Ach, wenn da nicht eine Lücke wäre. Ach, Yoshi. Jetzt stell dich doch nicht so an. Komm. Ich weiß doch, du bist ziemlich gut darin, hier hochzuspringen. So, die Hälfte der Münze haben wir fast. Münzen haben wir fast. Da waren noch 2 hier auf den Pfoten. Oder auf den... ja, keine... boah, aber hier ist es richtig heftig. Mit den Texturen. Das muss man echt sagen. So. Ja, die sind ja praktisch geschenkt, aber wir müssen ja halt nochmal in die Sphinx. Da gibt es ganz viele Coins. Da gibt es richtig viel Asche. Also die Asche muss man sich auch mitnehmen. Ja, nimm dir das doch, ey. Naja. Da gibt es auch Skeedlebugs, also die Käfer da, diese Spinnen, wie ich sie so gerne nenne. Dann, ja. Und die geben auch sehr viel Münzen. Die geben, glaube ich, immer 3 pro Skeedlebug, ne? Heißt also, man hat schon sehr gute Karten, hier alles zu bekommen. Da 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 da. So, räumen wir erstmal hier auf. Räumen wir erstmal hier außen auf. Nehmen wir uns ein Ei mit. Ein Ei in Ehren kann niemand verwehren.
Bams, die ganze Säule direkt mitgenommen. Boah, das hat aber richtig viel... Das hat jetzt echt Asche gebracht. Muss man mal so sagen. Einer durch diesen... Man hat eine Münze von dem Goomba bekommen. Eine blaue Münze von dem Poki. Und dann noch eine extra. Weil man wahrscheinlich so eine fette Kombi gebracht hat. Ist ja schon eine Kombi, ne? Muss man sagen. Dann gibt es noch einen Koopa innerhalb der Pyramide. Da oben auch noch eine rote Münze, ja. Kann man sich alles direkt auf den Weg holen. Ich habe ja noch 77. Ja, okay. Hätte mich jetzt umgebracht, wenn ich plötzlich 0 hätte. Okay, erstmal den holen. Dann den holen. Man sieht hier auch, jetzt habe ich 2 Münzen, obwohl... Ich habe jetzt 2 Münzen von jedem Goomba bekommen. Ist auch irgendwo logisch, wenn ein Goomba nur eins gibt und ich im Grunde 3 getötet habe. Das ist eine kaputte Gleichung. Weißt du, wo ich dich umbringe, Skeedlebug? Die sind überall. Drecksdinger. So. Dum-dum. Nein! Ich hasse dich. Ich hasse diesen Skeedlebug. Ich hasse den ab jetzt. Ich wusste das. Ich dachte mir noch so, hau da ab. Hab ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja, das Ei, das regelt schon alles. Toll. Gut, ich werde dann wahrscheinlich alle Münzen, die ich bis dahin gesammelt habe, nochmal sammeln. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann wieder treffen, okay? Bis dann.